Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe österliche Gemeinde, Ostern, das ist das Fest des neuen Lebens. Ostern, das ist das Fest, wo manche Gräber, die uns immer wieder im Leben gefangen nehmen, auch aufgebrochen wird. Das Aha-Erlebnis der Frauen in der Nacht ist es ja, der Stein ist weggerollt. Und wie viele Steine schließen uns da manchmal auch in die Gräber unseres Lebens ein und braucht es diese Kraft und Dynamik, diese Steine wegzurollen. Aber wenn wir die Botschaft vom Auferstandenen hören, und da lässt sich ein wunderschöner Bogen spannen. In der vergangenen Nacht haben wir hier in der Osternachtsfeier das Evangelium verkündet der Frauen, die ans Grab kommen. Wir haben eben gehört, Maria von Magdala steht am Grab. Petrus und Johannes, hat einer gesagt, es waren die ersten Jogger. Die haben einen Jogginglauf zum Grab gemacht. Mal gucken, wer die mehr Energie hat, wer da zuerst ankommt. Und der Bogen wird sich morgen schließen, wenn wir das Evangelium der Emmausjünger hören. Und wenn Sie genau hingehört haben, heute Morgen und in den anderen beiden Evangelien ist es ähnlich, da ist nicht Halleluja und jetzt geh mal ran, jetzt gibt es nur noch geradeaus. Nein, man könnte den Eindruck gewinnen, Ostern geht noch mal einen Schritt wieder zurück. Was bestimmt die Lebenssituation der Jüngerinnen und Jünger zur Zeit Jesu? Sie haben Angst. Geht's uns vielleicht genauso an den Kragen? Da ist Verwirrnis, als sie hören, der Auferstandene ist nicht mehr da. Und da stellen sich Fragen, drängende Fragen. Maria von Magdala fragt, wo haben Sie uns den Herrn denn hingelegt? Also da ist nichts von Halleluja, von Himmel hoch jauchzend, von jetzt geht's richtig los, das packen wir. Nein, die Ostersituation ist gekennzeichnet von Wirrnis, von Ängsten, von Fragen. Und es wird deutlich, eigentlich die Geschichte des Osterglaubens ist eine Entwicklungsgeschichte, ist eine Weggeschichte. Morgen wird es wunderbar deutlich. Mein Lieblingsevangelium, die Emmausjünger. Als alter Pilger bin ich da mittendrin und wir eigentlich alle. Der Weg der Emmausjünger ist eine Weggeschichte. Und auf diesem Weg entwickelt sich ein Verhältnis, eine Beziehung zum Auferstandenen. Und dann können sie auch Halleluja singen. Und dann hält sie es nicht mehr auf den Plätzen. Dann heißt es, noch in derselben Nacht kehren sie zurück und verkünden, wir sind dem Auferstandenen auch begegnet. Zwei kleine Sätze oder Worte sind mir aus der Osterbotschaft der vergangenen Nacht und des heutigen Morgens so für mich haften geblieben. In der Osternacht gestern kommen die Frauen am Grab und zweimal sagt der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Spüren Sie, wie sich da so ein Bogen spannt? Können Sie sich erinnern, fürchtet euch nicht, das sagen die Engel in der heiligen Nacht den Hirten auf dem Feld zur Geburt Jesu. Und dieser Bogen spannt sich bis nach Ostern hin und der Auferstandene selber sagt, fürchtet euch nicht. Und die zweite Szene, für mich so eine Aha-Szene im heutigen Evangelium ist, die Begegnung von Maria von Magdala mit dem Auferstandenen.
Sie ist ja erstmal geblendet, sie erkennt in Jesus den Gärtner und dann sagt er Maria. Er nennt sie beim Namen. Und wer sich vom Auferstandenen beim Namen nennen lässt, in dessen Leben verändert sich etwas. Und sie kann sich dem Auferstandenen nähern und sie kann sich öffnen und diese Osterbotschaft greift Raum in ihrem Herzen. Und darauf kommt es an, dass wir unser Herz öffnen. Fürchte dich nicht, Stefan, fürchte dich nicht, Maria, Elisabeth, ich könnte jetzt alle ihre Namen hier nennen. Die Osterbotschaft ist jedem von uns zugesprochen. Anlass zum Fürchten gab es damals genug. Und wenn wir in unsere Tage schauen, gibt es auch genügend Grund zu Ängsten, zu Wirrnissen, haben auch wir unsere Fragen. Das sind diese Ängste unserer aktuellen politischen Situation. Ich habe gestern so mich ein bisschen hier aufgehalten. Wir haben ja jetzt auch ein Welcome-Team, die gute Dienste tun. Gestern war es besonders spannend. Viele Menschen haben gefragt, warum liegt da ein Kreuz? Warum liegt da einer im Grab? Und dann konnte man die Liturgie dieser Tage ein bisschen erschließen, die dann auch in den verschiedenen Orten der Kirche deutlich wurden. Und da kam auch eine junge Frau und sagte, sie hat sich da eingetragen in das Fürbittbuch und sagte, Herr Pfarrer, ich habe Angst. Was wird passieren? Da braucht nur ein Trump, ein Putin, ein koreanischer Herrscher oder wer auch immer, die brauchen ja nur mal so in die falsche Richtung zu machen. Wie wird es weitergehen mit unserer Weltgeschichte? Ängste kommen auf. Erdogan, wie wird das ausgehen heute? Und viele, viele Fragen. Es sorgt für Wirrnis unter uns. Und auch im ganz persönlichen Bereich fragen wir, da sind die Ängste, wie gehe ich mit der unheilbaren Krankheit in meinem Leben um, wo ich weiß, die Tage sind beschränkt. Ich weiß nicht, wie viel mir noch gegeben ist. Da fragen junge Eltern, in was für eine Zeit habe ich da mein Kind geboren? Welche Zukunft werden diese Kinder haben angesichts von Bedrohung unserer Umwelt und der vielen Dinge, die uns auch in unserer Zeit durchaus Angst einblößen können? Und da, meine ich, ist die Osterbotschaft des Auferstandenen genau in unsere Lebenssituation hineingesprochen. Fürchte dich nicht, Stefan Buß, fürchte dich nicht, Hans Mayer, fürchte dich nicht, alle, die hier sitzt. Der Auferstandene geht den Weg mit uns. Manchmal unerkannt werden wir morgen hören, aber er schafft, wenn man sich öffnet, das ist auch so ein Aha-Punkt des morgigen Evangeliums, sie sagen hinterher, brannte uns nicht das Herz in der Brust. Und wie kommt dieses Herz zum Brennen in der Begegnung mit dem Auferstandenen? Wir haben gestern Abend John, jetzt ist er schon ganz selbstverständlich bei den Messdienern dabei. Er stammt aus Afghanistan, ist als Flüchtling hier nach Fulda gekommen. Wir haben ihn in der vergangenen Nacht getauft. Und unser Bischof hat vor einigen Wochen einige Flüchtlinge als Taufbewerber aufgenommen. Als sie gefragt wurden, warum entscheidest du dich zum Christsein? Dann haben viele geantwortet, weil mir Menschen begegnet sind, die mit Begeisterung von ihrem Glauben erzählt haben. Nicht, weil er einen Katechismus gelesen hat, nicht, weil er die Bibel auswendig gelernt hat, sondern weil es lebendige Katechismen gab. Und da sind wir herausgefordert. Dieses brannte uns nicht das Herz in der Brust, kann nur entstehen,
wenn wir selber zur Glaubensgemeinschaft werden, die das weitergeben, was uns im Glauben wichtig ist. Und da sind wir herausgefordert, Ostern wieder neu hineinzunehmen in unser Leben und auch diese Frage zu beantworten, wie trage ich meinen Glauben in unsere Welt? Verlasse ich mich auf die da oben oder fangen wir da ganz auf der Basis an, in meiner Stelle, wo ich in meinem Leben hingestellt bin, in der Schule, im Kindergarten, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, wo ich mich manchmal auch rechtfertigen muss, weil ich Christ bin. Es braucht das lebendige Zeugnis von uns allen. Noch in derselben Nacht standen sie auf und kehrten zurück nach Jerusalem und erzählten, was sie erlebt haben. Genau das ist es. Und liebe Schwestern und Brüder, Ostern hält auch für uns diese Botschaft wieder bereit. Fürchte dich nicht, Stefan, fürchte dich nicht, wie du da sitzt und auch heißt. Der Auferstandene geht mit dir und aus ihm heraus und aus der Begegnung mit ihm erwächst der lebendige Glaube, der uns brennen lässt. Es muss brennen. Gestern Abend war es ganz schön. Blasius hat ja einen Namen, ne? St. Blasius heißt die Kirche auch, weil es hier vorne immer besonders bläst. Und es hatte einen besonderen Kampf, die Osterkerze am Osterfeuer zu entzünden. Für mich ein wunderschönes Bild. So geht es uns doch auch. Unser Glaubenslicht ist oft auch angefochten. Was bläst uns da in unserer Zeit? Alles an Wind entgegen. Und dennoch, wir haben die Flamme hineingerettet in die Kirche. Wir haben sie mit vereinten Kräften. Und wir haben dann dieses Licht geteilt. Darum geht es. Osterglaube heißt, auch in einer angefochtenen Zeit, dich nicht zu fürchten, dich beim Namen rufen zu lassen und das, was dir selber in deinem Leben und Glauben wichtig ist, weiterzugeben an andere. Halleluja, Jesus lebt, der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja, Amen.